Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, mir gefällt super. Der erste Eindruck ist echt top. Schwarz, also mir gefällt generell dunkle Farben. Und ja, es ist ein sehr schönes Trikot, also muss ich sagen. Sitzt auch gut, also echt super Ding. Ja, auf jeden Fall. Es hat uns richtig gepusht. Es hat uns richtig gefallen. Wir haben danach auch noch geredet darüber. Und ja, das war eine tolle Aktion. Wir haben uns richtig gefreut. Und ich denke, das gibt immer noch mal auf dem Platz ein paar Prozent mehr. Ja, ich denke, dass wir als Verein zusammengestanden haben. Wir auf dem Platz haben versucht, alles rauszuhauen. Die Fans auch auf der Tribüne haben versucht, alles rauszuhauen. Und alles zusammen hat dann halt gepasst. Und ich denke, dass wir dann auch verdient in der Klasse geblieben sind. Es war beeindruckend, wie die Fans zu uns gestanden haben. Wir freuen uns immer riesig hier in der Schüpe-Arena und auswärts zu spielen. Und ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Ja, erstmal Glückwunsch generell an die Mannschaft, an die Fans, dass wir jetzt so gut gestartet sind und alle, die Arminia dazu beitragen. Weil es ist schon schön, so zu starten, jetzt mit 9 Punkten. Das ist ein schönes Gefühl. Aber es kommt ja dann immer, müssen wir weiter hart arbeiten und zusehen, dass wir so lange wie möglich und so viele Punkte wie möglich holen. Ja, das ist die höchste Klasse im deutschen Fußball und für mich war es eine Ehre, dort zu spielen. Mich hat es immer gefreut, mit den ganz Großen aufzulaufen und ja, wer weiß, was in der Zukunft passiert, aber von, glaube ich, jedem Fußballer ist es das Ziel immer, das Maximum zu erreichen und dort wieder hinzukommen. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung bis jetzt. Ja, die 21 habe ich genommen, weil die 3 damals in Wolfsburg nicht mehr frei war. Ja, dann bin ich zu Paderborn gekommen, da war die 3 auch nicht mehr frei, dann habe ich mich für die 26 entschieden. Da habe ich auch meine ersten Einsätze gehabt in Bremen mit der Profinummer. Ja, und dann habe ich die in Paderborn weitergenommen. Ja, und dann wollte ich sie hier auch nehmen, aber hier habe ich ja gesehen, dass unser Maskottchen die 26 hat. Deswegen konnte ich die 26 hier nicht nehmen, dann habe ich mich einfach für die 28 entschieden. Also hat jetzt keinen tragenden Grund, aber es war meine erste Profinummer. Ja, Union ist, glaube ich, sogar der stärkste Gegner, den man in der Liga haben kann. Sie haben tolle individuelle Qualität, vorne vor allem im 1 gegen 1. Ist eine robuste Mannschaft. Die haben letztes Jahr schon um den Aufstieg mitgespielt. Die werden dieses Jahr wieder um den Aufstieg mitspielen. Wir wollen uns wehren, wir werden alles reinschmeißen. Wir werden kämpfen bis zum Letzten und versuchen, dort was mitzunehmen. Und ich hoffe, das gelingt uns. Ja, es ist ein sehr schönes Gefühl. Die Fans sind, glaube ich, schon alle da, wenn man sich aufwärmt. Das Stadion ist voll, ja, es ist eine tolle Atmosphäre, die machen eine tolle Stimmung, ist alles sehr eng beieinander. Also es ist echt ein tolles Erlebnis, dort immer zu spielen.